Mit der Transsibirischen Bahn kommen wir durch die Mongolische Volksrepublik nach China und folgen einer Abzweigung, die nach Peking führt. Wir durchfahren die Provinz Innere Mongolei, ein regenarmes Land mit sandigen Böden. Die Dörfer liegen weit gestreut. Die Häuser sind aus einer Mischung von Lehm, Sand und Stroh gebaut und gefärbt von dem Sand, den der Wind seit Jahrhunderten aus der Wüste Gobi heranträgt. Hier kreuzt die Bahn den alten Karawanenweg von Persien über Zentralasien zum Gelben Meer. In den Gebirgen Nordchinas stößt er auf die Große Mauer. Einst schützte die Mauer mit ihren Geschütztürmen 3000 Kilometer der Westgrenze des chinesischen Landes. Heute ist sie nur noch eine Erinnerung an die Geschichte und ein beliebtes Ausflugsziel der Chinesen. Östlich der chinesischen Mauer beginnt das Gebiet der Lösserde. Ursprünglich genügte es, die vorhandenen Flächen einzuebnen und mit Äckern zu bebauen. Unter dem Zwang der Nahrungsnot haben die Menschen Rotchinas an den Hängen Terrassen angelegt und begonnen, sie mit Mauern abzustützen, um die Anbaufläche zu vergrößern und den Regen aufzufangen. Der Kalkstein, der unter dem Löss gefunden wird, ist wegen seiner Wasserdurchlässigkeit für den Bau von Terrassenmauern besonders gut geeignet. Wie noch meist im heutigen China müssen die Steinbrucharbeiter ohne die Hilfe von Maschinen auskommen. Die wichtigste Anbaufrucht Nordchinas ist der Mais. Er findet hier günstige klimatische Bedingungen und bringt gute Ernten. Das setzt allerdings eine sorgfältige Pflege voraus und diese kann man hier dank der vielen Arbeitskräfte leisten. Weizen wird angebaut und ebenso wie der Mais von Hand gepflegt, wie in einem großen Garten. Dafür, dass alle Chinesen satt werden, sorgen die Volkskommunen. Nach chinesischen Angaben sind sie eingeteilt in 10 Brigaden mit je 10 Produktionsgruppen, von denen jede etwa 250 Mitglieder umfassen soll. Insgesamt würden also einer Volkskommune etwa 25.000 Mitglieder angehören. Wir besuchen die Volkskommune Tashai in der Provinz Shanxi, wo gerade der Vorsitzende Chen Yongquai mit einer Gruppe Jugendlicher die Arbeitsaufgaben bespricht. Die Schulkinder haben von einem bestimmten Alter an die Pflicht, in der Volkskommune mitzuhelfen. Einige Jahre vorher ist die Volkskommune von einer Unwetterkatastrophe verwüstet worden. Jetzt sind unter Einsatz aller Kräfte von Jung und Alt 70 Kilometer neue Terrassenmauern gebaut worden.
Den Ansporn zu solchen Leistungen finden die Chinesen im täglichen Studium der Schriften ihres Staatschefs Mao Zedong. Die Volkskommunen haben nicht nur landwirtschaftliche Aufgaben zu erfüllen. Diese hier beschäftigt eine Produktionsgruppe mit der Herstellung von Ziegeln. Dazu wird Lösserde mit Lehm gemischt, geformt und dann in der Sonne getrocknet. Für das Brennen der Ziegel hat man Öfen am Rande der Lösterrassen in die Erde gegraben, die während der Regenzeit auch als Wassersammelbehälter benutzt werden können. Die Luftzufuhr erfolgt unten, von der Terrassenseite her. Zum Brennen wird der Hohlraum mit Tausenden von Rohziegeln gefüllt. Zum Schluss wird er oben abgedeckt und mit regulierbaren Rauchabzugslöchern versehen. Diese Ziegelproduktion ermöglichte es den Volkskommunen, ein Wohnungsbauprogramm durchzuführen. Früher wohnten die Menschen Nordchinas meist in Erdhöhlen, die sie sich in die Lösshänge gegraben hatten. Jetzt werden sie in moderne Dörfer umgesiedelt. Dieses Dorf der Volkskommune Tachai ist mit der Absicht errichtet worden, Menschen, die im gleichen Gebiet wohnen und zusammenarbeiten, in Kontakt miteinander zu bringen und ihnen in der Gemeinschaft eine Sicherheit zu bieten. Um China aus der industriellen Unterentwicklung herauszuführen, wurde jeder Volkskommune die Aufgabe gestellt, sich möglichst selbstständig zu versorgen. Nicht nur mit Nahrungsmitteln, sondern auch mit industriellen Gütern. So sind in allen Dörfern Chinas mechanische Werkstätten entstanden, die die Bauern mit der Welt der Technik und ihrer Arbeitsweise bekannt machen. Damit tragen die Volkskommunen dazu bei, die Industrialisierung bisher ländlicher Gebiete einzuleiten. Die Maschinen und Werkzeuge dieser Kleinbetriebe wurden zumeist selbst hergestellt. Die Arbeiter fertigen sowohl Geräte und Einrichtungsgegenstände für die Wirtschaftsbetriebe der Volkskommunen als auch für Privathaushalte. Dieser alte Mann ist ein früherer Gutsbesitzer der Gegend. Seit der Durchführung der Bodenreform arbeitet er in einer Produktionsbrigade der Volkskommune. Für die Fleisch- und Fettversorgung der Bevölkerung ist die Schweinezucht im nördlichen China von großer Bedeutung. Hier wird eine schwarze Rasse gezüchtet, die hauptsächlich mit Grünfutter gemästet wird und Fleisch von besonders guter Qualität liefert. Zur Pflege der Zuchtschweine gehört auch das tägliche Bad. In den Küstenprovinzen haben sich viele Volkskommunen auf Rinderzucht spezialisiert. Die Tiere werden meist in Höfen mit Sonnenschutzdächern gehalten und dort auch gefüttert. Durch diese Methode ist es gelungen, bei den Kühen die gleiche Milchleistung zu erreichen wie in Europa. Die chinesischen Wohnhäuser sind sehr einfach eingerichtet. In einer Ecke der Küche steht der Herd mit einem großen Kochtopf darauf und dem tönernen Wasserbehälter daneben. Die Hauptmahlzeit besteht gewöhnlich aus einer Suppe mit viel Gemüse oder Nudeln. In dieser Familie sorgen die Großmutter und der Großvater für die Zubereitung des Essens. Gegessen wird auf dem großen Bettlager, das sich an der gegenüberliegenden Wand der Küche befindet. Als Tisch dient eine Holzkiste, die zu den Mahlzeiten auf das Bett gehoben wird.
Die eine Schüssel auf dem Tisch enthält kleine Stücke von Fleisch oder Fisch, die andere das helle, fast weiße Brot, das zu jeder chinesischen Mahlzeit gehört. Lina, du bist ein Tonner, wo du nicht mehr warst. Ja, gut, so ist es. Eine noch ungewohnte Neuerung ist der Dorfladen, in dem die Frau auf dem Lande jetzt bequem viele einfache und notwendige Artikel einkaufen kann, die früher aus der nächsten Stadt mitgebracht werden mussten. Neu sind in den Dörfern auch ärztliche Versorgungsstationen. Bei der Behandlung von Krankheiten haben die Chinesen jahrtausendealte Methoden, die sie neben den von der westlichen Medizin entwickelten Verfahren weiter anwenden. Mit feinen Silbernadeln reizen sie bestimmte Körperstellen und rufen damit eine heilungsfördernde Wirkung hervor. Nach der neuesten chinesischen Statistik gibt es heute in allen Städten und Dörfern Chinas Kindergärten. Insgesamt mehr als 7 Millionen. Das heutige China versucht, die kleinen Kinder bewusst in die Welt der Erwachsenen und ihrer Probleme einzuführen. Dieses Spiel zum Beispiel heißt Schütze die Grenzen des Landes. Wenn man diese verschiedenen Szenen aus einer Fuchskommune sieht, begreift man, wie wichtig ihr Leiter ist. Er plant und organisiert die Arbeit der verschiedenen Produktionsgruppen mit Hilfe der Vorarbeiter und Brigadeführer. Der Führer der Volkskommune bestimmt auch das Einkommen seiner Arbeiter nach Leistung und Bedarf mit Hilfe eines Systems von Bewertungspunkten. Unsere Reise geht nun weiter in süd-südöstlicher Richtung durch die fruchtbare Provinz Hubei nach Peking. Peking, die sogenannte nördliche Hauptstadt, liegt im Flachland vor dem Gebirge. Die Stadt ist locker gebaut mit vielen kleinen und niedrigen Häusern. Den Mittelpunkt der Stadt bildet ein riesiger Platz mit dem Denkmal der Helden des Volkes. Hier liegen das Parlamentsgebäude und ihm gegenüber das Museum der chinesischen Geschichte und Revolution. Im Norden grenzt daran das frühere Zentrum der Stadt, die ehemalige verbotene Stadt mit den Palästen des Kaisers und seiner engsten Berater. Die wichtigsten Gebäude sind heute als Museen zugänglich. 600 Jahre lang dienten die Paläste und Amtshäuser dem Kaiser als Hauptresidenz. Die Drachenfiguren auf den Dächern sollten die bösen Geister von den Herrschern Chinas fernhalten. Im Hof vor der Audienzhalle nahten sich früher die Großen des Reiches ihrem Herrscher. Die ehemaligen Wohnräume der kaiserlichen Familie grenzen an einen kunstvoll angelegten Garten mit Pavillons. Durch dieses gewaltige Tor verlassen wir wieder die verbotene Stadt und stehen vor dem Kohlenhügel, einem künstlichen Berg inmitten der kaiserlichen Gärten.
Es ist die einzige größere Erhebung im Stadtgebiet von Peking. Und hier treffen wir viele Gruppen der kommunistischen Jugendorganisation der jungen Pioniere, die hierher geführt wurden, um einen Überblick über die Stadt zu gewinnen. Peking ist eine Stadt mit 6 Millionen Einwohnern. Durch Sanierung der engen Altstadtviertel hat man in der Innenstadt breite Straßen geschaffen. Die größte, die Chang'an, durchzieht die Stadt als Ost-West-Achse schnurgerade 30 Kilometer lang. Wie in allen großen Städten Chinas dient dem Personenverkehr ein dichtes Netz von Autobuslinien mit Fahrzeugen, die in China hergestellt werden. Typisch für alle chinesischen Städte sind auch die kleinen Verkaufsstände auf den Gehwegen. Peking hat eine vielseitige Industrie, besonders solche, die auf alten Handwerksbetrieben aufbaut. Wir besuchten die Teppichmanufaktur, in der nach Tausenden von alten und neuen Mustern Teppiche von Hand geknüpft werden. Das Wollgarn kommt aus der Mongolei und ist wegen seines hohen Fettgehaltes für Teppiche besonders geeignet. Einziges Werkzeug ist das schwere Messer, mit dem in einem raschen Schnitt die Fäden abgetrennt werden. Besonders ausgebildete Arbeiter schneiden zum Schluss die Oberfläche mit der Wollschere glatt, sodass die Muster plastisch herausgearbeitet werden.